Rat. Я пошел, чтобы пригласить их, они уже сами поднялись. Dann wollte ich die Herrschaften einladen, aber sie sind schon selbst Нет. gekommen. Не было, не бывало без церемонности. Die kommen ohne jegliche Zeremonie, Volgin an der Spitze. Был предложен Президент ультиматум. Dem Präsidenten wurde ein Ultimatum gestellt, die ganze Macht dem Vizepräsidenten zu geben, die ganzen Vollmachten. Я говорю, прежде чем я начну отвечать на вопросы, я хочу вас спросить, кто вас послал. Und ich habe gesagt, bevor ich überhaupt auf Fragen beantworten, möchte ich wissen, wer hat sie geschickt? Ja, das Komitee. Was für ein Komitee? Ja, das Komitee, das in Zusammenhang mit der Notstandssituation im Lande gebildet worden ist. Wer hat denn dieses Komitee geschaffen, habe ich gefragt. Aber die Menschen haben sich eben zusammengetan. Und jetzt brauchen wir einen Erlass des Präsidenten. Können Sie den Erlass vielleicht erstellen und dann können Sie hier bleiben? Oder geben Sie die Vollmachten ab dem Vizepräsidenten? Die Frage war eben so gestellt. Die Situation im Lande ist so und so. Das Land geht der Katastrophe entgegen. Man muss Maßnahmen ergreifen. Wir müssen den Notstand einführen, die anderen Maßnahmen helfen überhaupt nicht mehr, wir dürfen keine Illusionen haben und so weiter und so fort. Meine Antwort war so: Ich weiß am besten die Situation im Lande, die politische, wirtschaftliche, soziale Situation und die Situation der Menschen und das Leben der Menschen und die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben. Und dass wir jetzt wirklich an einem Zeitpunkt sind, dass wir viel entschiedener Maßnahmen ergreifen müssen, damit die Menschen besser leben. Aber ich bin ein entschiedener Gegner, nicht nur aus politischer und moralischer Überzeugung, weil ich meine, diese Methoden zur Lösung der Fragen überhaupt in der ganzen Geschichte dazu geführt haben, dass die Menschen millionenweise gestorben sind. Und wir müssen dies ablehnen, sonst können wir alles, was wir begonnen haben, überhaupt beerdigen. Und deswegen пойти на новый кровавый круг. Und damit uns einverstanden erklären, сказал, dass wir и вы, wieder и тот, кто вас in послал, авантюристы. Und deshalb habe ich gesagt, Sie selber und diejenigen, die Sie geschickt haben, sind Abenteurer. Sie werden sich zugrunde richten, aber das ist wirklich Ihre Sache. Aber Sie werden auch das Land zugrunde richten. Und alles, was wir jetzt machen, jetzt haben wir ja den Unionsvertrag fertig, der soll unterschrieben werden. Wir haben sehr viel vorbereitet. Wir haben ganz große Fragen erörtert in Bezug auf die Nahrungsmittel, Energiefragen. Wir wollten möglichst schnell die politische Situation stabilisieren. Wir wollten die Marktwirtschaft möglichst schnell einführen und diese Prozesse beschleunigen. Wir wollten den Menschen ganz große Möglichkeiten zur Entfaltung geben, in jedem Bereich des Lebens. Und jetzt sehen wir schon, dass die Menschen einverstanden sind. Natürlich, das war noch nicht genug Einverständnis. Es sind zwischen Republiken und Zentrum noch nicht alles geklärt. Natürlich, es ist alles da, aber wir sind auf dem Weg, wirklich zu einer Einigung zu kommen. Und deshalb können nur Selbstmörder vorschlagen, ein totalitäres Regime einzuführen im Lande. Dann kam die Forderung, treten Sie zurück. Treten Sie zurück. Ich habe gesagt, Sie werden von mir nicht bekommen, weder das eine noch das andere. Und das sagen Sie bitte allen denjenigen, die Sie hierher geschickt haben. Und wir haben nichts mehr, worüber wir sprechen können. Sie können sagen, dass der Präsident jedes Telegramm unterschreibt, zum Beispiel am 20. hätten wir ja einen Grund, was zu unterzeichnen. Und ich war gerade dabei, meine Rede zu schreiben. Und vor vier
Vor vier Stunden habe ich noch telefoniert. Ich wollte ja mich am 20. mit sehr vielen Republikführern treffen und am 21. wollten wir ja den Unionsvertrag unterschreiben und dann alles klären, was wir noch nicht genau geklärt haben. Und das sind die zentralen Fragen. Dort müssen wir zur Lösung kommen und nicht auf diesem Wege. Was soll ein Notstand? Sie erklären jetzt einen Notstand. Und dann überlegen Sie, einen Tag weiter, überlegen Sie die Schritte, vier Schritte. Das Land wird das nie unterstützen, das Land wird das ablehnen. Wollen Sie wirklich auf die Schwierigkeiten anspielen, dass die Menschen jetzt sehr, sehr müde sind und vielleicht jeden Diktatoren unterstützen würden? Ich muss sagen, in Herrn Tscherniajew habe ich einen Artikel gerade erarbeitet. Es war ein großer Artikel und es war gerade in diesem Artikel war so eine Szene und die Autoren, ja Entschuldigung, das waren die Personagen aus diesem Szenario, die da erschienen sind. Und deshalb habe ich auch gesagt, das führt uns zum Tod in die Sackgasse, das wird die Gesellschaft zurückwerfen und wird alles zugrunde richten, was wir jetzt haben. Ich bin bereit, den Volksdeputierten Kongress einzuberufen. Wenn irgendwelche Zweifel bestehen, bitte, wir kommen zusammen, wir erörtern das. Die Deputierten sind ja alle da. Dann kommen wir zu der Lösung, ob es einen Notstand gibt oder nicht. Sonst möchte ich den Weg der Reformen gehen. Der Weg der Zusammenarbeit mit dem Westen, das sind die drei Richtungen und wir müssen diese drei Richtungen jetzt verflechten. Es gibt ja wirklich den Wunsch von anderen Völkern mit uns zusammenzuarbeiten. Aber das war ja ein Gespräch, wie wirklich ein Tauber mit dem Blinden, die Tauben miteinander sprechen. Aber es hatte keinen Sinn, das war alles vorbereitet, es war alles klar. Da habe ich gesagt, es ist nichts, worüber wir sprechen können. Ich bin kategorisch, ich erkläre kategorisch, dass Sie nicht gewinnen werden, aber ich habe Angst um das Volk, um das alles, was wir errungen haben in den vorigen Jahren. So war unser Gespräch. Sie haben auf ihr eigenes Ultimatum, mein Ultimatum bekommen? Und ich habe sie gebeten, was ich gesagt habe, weiterzuleiten. Und alles Weitere ging eben der Logik des Kampfes nach. Wir wurden belagert. 32 Bewacher blieben mit mir bis zum bitteren Ende, die auch beschlossen haben, mit mir zu bleiben. Meine Familie war dabei und es wurden die verschiedenen Bewachungsorte bestimmt. Und wir haben beschlossen, bis zum Ende bei mir bleiben, zu mir halten. Und auf einmal hörte ich über eine Pressekonferenz, wo gesagt worden ist, ich sei krank, ich sei überhaupt nicht fähig oder es sei kaum sicher, dass ich überhaupt noch zum normalen Leben zurückkehre. Als ich das gehört habe, dann habe ich verstanden, dass das Land eigentlich zu dieser Erklärung herangeführt werden sollte. Und das hat auch die Bewachung verstanden. Und dann haben wir auch überhaupt kein Essen mehr bestellt. Wir sind mit dem ausgekommen, was wir noch hatten. Ich war bis zutiefst empört durch die Blindheit, durch die Verantwortungslosigkeit dieser Verbrecher. Ich wusste, das wird wirklich, sowas kann nicht Oberhand gewinnen. Das waren 72 Stunden, wo ich ganz isoliert war. Und es war sehr viel getan worden, um mich psychologisch zu brechen. Es war schwer. Man
Das braucht man ja gar nicht zu erwähnen. So ging es weiter. Jeden Tag, morgens und abends, habe ich meine Forderungen gestellt und sie weitergeleitet. Das waren die Forderungen, damit, dass ich Kommunikation mit ihr habe. Немедленно прибыл самолет, и я вылетел в Москву. Dass ich unverzüglich nach Moskau komme, mit dem Flugzeug nach Moskau komme, zu arbeiten. Nach der Pressekonferenz wollte ich bekräftigen, dass ich gesund bin, dass ich über meinen Gesundheitszustand allen Berichte aber die Menschen, die damals bei mir waren, bei denen zitterten die Hände. Aber Sie, Journalisten, Sie haben gute Fragen gestellt. Bitte keine Emotionen. War auch das Fernsehen bei Ihnen? Nein, war alles abgeschaltet. Aber es waren ganz alte Radiogeräte in diesen Räumen und die Menschen, die bei mir waren, die hatten eigentlich ganz viel im Kopf. Sie haben da irgendwie Sender reingekriegt. Und wir haben Sender, BBC zum Beispiel, das kam am besten an. BBC haben wir am besten gehört. Und Stimme Amerikas, Voice of America. По крайней мере, мне так докладывали, ссылаясь на информацию. So hat man mir es zumindest gesagt. Я хочу поблагодарить Ich möchte mich bedanken. Советских иностранных журналистов. Я только сейчас выступил bei den ausländischen Journalisten. Ich hatte einen Auftritt vor dem sowjetischen Volk, ich habe darüber auch gesprochen. Die Menschen haben sich wirklich als Bürger verhalten und was getan worden ist, wurde wirklich unter Zwang, unter Gewalt getan. Man hat mir sehr viel erzählt, was hier getan worden ist. Ich möchte sagen, jetzt vor Ihnen, dass ich dass wir gesehen haben, diese 6 Jahre waren nicht umsonst auf dieser Erde, diese 6 schweren Jahre. Das waren wirklich schmerzhafte Jahre der Suche. Und wir haben nach Wegen gesucht, um vorwärts zu kommen. Die Gesellschaft, und das können wir sagen, hat die Putschisten abgelehnt. Die Putschisten waren isoliert. Sie können nicht mal die Armee auf die Menschen loslassen. Die Armee hat sich mit dem Volk in Verbindung gesetzt und dann haben sie eingesehen, dass sie gescheitert sind. Die Republiken haben eine negative Position eingenommen und hier möchte ich prinzipiell die Position des russischen Parlaments hervorheben, der russischen Regierung und die ganz herausragende Rolle von Boris Nikolaevich Jelzin. Ich muss sagen, dass heute, wir müssen das Gebührende, die Moskauer und die Leningrader gebührend feiern und auch die Menschen anderer Regionen. Man hat versucht zu zeigen, als ob das Land diese Entwicklung erwartet hätte. Aber man hat ja gesehen, dass das Land das abgelehnt hat. Und hat, ich denke, größere, bessere Argumente können wir nicht finden, die wirklich die Position des Volkes zeigen. Aus allen Gesprächen, die ich geführt habe, ich habe mit sehr vielen gesprochen, mit Herrn Bush, Präsident Bush, mit Präsident Mitterrand, mit Kanzler Kohl, Premierminister Major, Mulroney, Holcomb aus Australien hat mich heute erreicht, Kaifu, Andriotti, Mubarak, der Präsident. В общем, кроме Каддафи, außer Gaddafi, Хусейна,
Außer Hussein. И Рубикса. Und Rubiks. Habe ich mit allen gesprochen. Я понимаю, что нелегко идут процессы у Прибалтики и в других республиках. Но не видеть, nicht einfach sind, im Baltikum, что путь их решения совсем другой плоскости, это тоже политическая слепота. Вот Aber почему я говорю Рубикси, когда он поспешил побыстрее blind, заявить о том, что мне сказали, что Deshalb habe ich Rubiks erwähnt, der eben diese Bewegung unterstützt hatte. В общем, когда стало ясно, когда такую непримиримую позицию заняли Россия и руководство республики, народ, армия не пошла, als die Armee nicht mit den Putschisten они ging, начали искать в панике выход, dann haben sie versucht, in Panik nach einem Ausweg zu suchen. Мне доложили, что прибыла Und dann hat man mir gesagt, в Крым. Dass in die Krim eine Gruppe von Verschwörern gekommen ist. Sie wollen mit dem Präsidenten sprechen und ihn nach Moskau zurückbringen. Als sie gekommen sind, da habe ich gesagt, sie sollen im Haus bleiben und sie sollen bewacht werden und arrestiert werden. Und ich werde mit denen nicht sprechen, bevor ich mit der Regierung kommunizieren kann. Ich habe jetzt Zeit. Включена была связь, und dann konnte ich, и я начал разговаривать с страной. Und dann Поговорил konnte ich первым an das Land wenden. Ich позвонил Назарбаеву, Кравчуку, mit Назарбаев, mit Кравчук, mit Дементей, mit Каримов. Мы все люди. Wir sind alle Menschen. Мне сказали, что они Man стоят. Gesagt, я им сказал, что я тут стою со своим гарнизоном. Man hat mir gesagt, dort würden sie stehen. Ich habe gesagt, ich stehe hier mit meiner Garnison. 72 часа без. Ja, es waren 72 Stunden. То вдруг охране сложилось мнение, что нас могут с моря. Und dann dachte die Bewachung, vielleicht kommen die Matrosen. Aber dann war ganz klar, dass die Matrosen sich nicht beteiligt haben da an diesen Aktionen. Nicht die nur da, вывели, die Flotte. Ganz egal, wer Schritte unternehmen sollte, die haben nicht sich nicht beteiligt. Уже. Dann habe ich angefangen я zu arbeiten. Дал указание Моисею принять на себя руководство. Ich habe Моисеев Anweisungen, Anweisungen gegeben. Из Крыма же прилетели, вызвали его туда. Er war auf der Krim und dann wurde zurückbeordert. Und ich habe Моисеев gesagt, alle Truppen sollen zurückgehen zu ihren Orten. Und er sollte sagen, dass Язов jetzt zum Kommandanten Kremlja unter Arrest gestellt wird. Ich habe gefragt, вызвали, я ему по телефону Unter дал welchen? Указание никому не подчиняться, кроме мне, коменданту Кремля. Ich habe gesagt, dass nur ich сказал, jetzt Befehle erteilt und man hat mir gesagt, das wird auch ich Befehle erteile. Man в общем, hat mir я начал звонить auch so все самые Dann habe ich angefangen zu telefonieren точки, und die wichtigsten все. Punkte mit mich mit denen abzusprechen, Потому um alles abzudecken. Это было еще опасно и могли уничтожить Es war immer noch по gefährlich. Пути, Я решил не выезжать до тех пор, пока. Und da wollte ich jetzt nicht unterwegs Потом sein. Ich wollte am Ort bleiben. Сказали, что летит Und dann самолет hat man mir gesagt, Российской Федерации. Ein Flugzeug сказал, kommt mit den Vertretern der russischen Föderation. Связался с министром ich Панюковым. Ich habe mich mit Minister Panjukov сказал, чтобы их не все в Севополе, иначе до 3 часа будут ехать до меня. Посадили там на военном аэродроме, где я сажусь. Sie kamen zum nach dem Ferropol und dann kamen sie zum Militärflughafen, wo ich war. Ну, в общем, пошла работа. Und dann hat die Arbeit angefangen. Приехала делегация. Es kam eine Delegation. Мы все сели. Wir haben uns hingesetzt. Обнаружили большое понимание. Und Я думаю, то, что мы пережили, gespürt, dass wir einander verstehen. Прибавило ich нам denke, всем.
Was wir jetzt erlebt haben, das hat uns Erfahrung gegeben und mehr Verständnis füreinander. Was es bedeutet, wenn demokratische Kräfte zusammen sind und was es bedeutet, wenn sie vereint sind. Natürlich, in Bezug auf einige Fragen vielleicht, könnte man wirklich ein sehr, sehr hart miteinander diskutieren und fast einander als Feinde bezeichnen. Und da haben wir überlegt, was wir weitermachen, wie wir nach прибыли отдельно Ивашка, добрались, им не давали транспорта и Лукьянов. Dann kamen Ivaschko und Lukjanov. Ivaschko und Lukjanov durften zu mir. Заговорщиков я не принимал. Und die Verschwörer habe ich nicht empfangen. И не принял. И не видел их, и не ich habe sie auch nicht gesehen und wollte sie auch nicht sehen. Мы их разбили по самолетам. Sie sind in verschiedene Flugzeuge gesetzt worden. Все были арестованы, und als sie zurückgekommen sind, wurden sie alle unter Arrest gestellt, verhaftet und isoliert. Я дал команду в Кремль никого не пускать. Ich habe befohlen, niemanden in den Kreml reinzulassen, der überhaupt zusammengearbeitet haben hat mit diesem Komitee. Ну и так далее. Und so weiter. Вот, пошла работа такого плана. Dann ging alles eben nach diesem На завтра я назначил встречу. Morgen habe ich eine Zusammenkunft angeordnet von den neuen Republik. Vertretern, den Unionsvertrag unterstützen wollen. Es war eine schwere Lehre, eine schwere Lektion für mich persönlich. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich. Ich denke, dass wir morgen sehr viel erörtert werden und die Positionen erarbeitet werden, neue Schritte erarbeitet werden. Wir müssen nicht nur das Elend sehen und die Not, die über uns gefallen ist, sondern die große Chance, die diese Ereignisse gezeigt hat. Und diese Chance hat ja gezeigt, wie wirklich das Volk steht. Als ich mit den ausländischen Regierungschefs, Staatschefs gesprochen habe, haben alle eben dieses betont. Die Position des Volkes wurde klar, die Position der Armee wurde klar, dass in der Sowjetunion die Veränderungen schon so sind, dass sie nicht mehr zurückgehen. Und deswegen denke ich, dass wir alle diese Möglichkeit nutzen werden. Und alle haben erklärt, dass sie mit uns zusammenarbeiten werden und dass diese Zusammenarbeit noch aktiver vonstatten gehen soll. Heute waren 12 Botschafter bei mir, die 12 EG-Botschafter. Und die EG-Botschafter haben ihre Solidarität, ihre Unterstützung ausgesprochen. Ich habe eine Verordnung verabschiedet. Да, кстати, вот мне. Ja, jetzt habe ich. У меня свой же экземпляр. Вот оригинал. Да. Вы знаете, дело так выглядело, что ведь могли уничтожить и или как угодно что-то можно, не знаю, могли сделать со мной, с семьей и со всеми, кто со мной был. И выдать на то, что. Umbringen können oder meine Familie und sagen können, dass der Präsident. Вот такую-то позицию занял, более того, от его имени действовали. Die und die Position angenommen und wir handeln на пресс-конференции, мне стало видно все это коварство, хотя примитивное, грубое, как мне один из товарищей из российской делегации сказал, даже это не умеют делать. Gemacht worden ist. Ein Vertreter der Russischen Föderation hat gesagt, nicht einmal das können sie machen, auch vieles andere natürlich nicht. Я решил немедленно записаться на телекамеру. 4 записи сделал. Ich habe beschlossen, 4 Aufnahmen разрезали für ребята, die, Ирина für и den Fernseher zu machen. Анатолий, 4 вырезки сделали. Анатолий, мы начали искать. Und andere haben das geschnitten. Каналы, кому можно доверить, чтобы отправить. Und wir haben здесь вот есть. Angefangen, Kanäle zu suchen, wo Одна wir diese Aufnahmen schicken können. Потому что они все-таки ушли. Und
Diese Filme wurden weggeschickt, vielleicht auch sie irgendwann auch. Der Arzt hat auch seine Meinung geschrieben zu meinem Gesundheitszustand. Auch das haben wir verbreitet, damit man wirklich über den tatsächlichen Gesundheitszustand des Präsidenten erfährt. Выдвинут первые четыре пункта письменный такой вариант, где было значилось. Я тут и добавил, чтобы видели, что это я написал. Хотя машинка четыре пункта extra handschriftlich, damit es glaubwürdig ist, dass ich das geschrieben habe. Und ich habe das unterzeichnet. Der erste Punkt, Erklärung. Die Verpflichtungen, die Janajew auf sich genommen hat, mit der Begründung, dass ich die Verpflichtungen nicht ausgenutzt haben, aufgrund meines Gesundheitszustandes, ist ein Staatsrecht. Das Zweite, die ganzen Aktionen sind verfassungswidrig und rechtswidrig. Keiner hat Janajew diese Vollmacht erteilt. Das Dritte, ich bitte Lukjanow, meine Forderungen auszurichten, dass die Volksdeputiertenkongresse sofort zusammengerufen werden muss, weil nur dieser Kongress der Volksdeputierten kann die Situation требую немедленно приостановить действия Государственного комитета по чрезвычайному положению при до принятия упомянутых решений Верховным Советом или Съездом народных депутатов. Продолжение этих действий, дальнейшая эскалация принимаемых ДКЧП мер может обернуться трагедией для всех народов еще больше быстрее остановку, а то и полностью сорвать начатую согласованную работу Центра Республик по выходу из кризиса. Arbeit, die bisher geleistet werden ist, um aus der Krise herauszukommen, zunichte gerichtet wird. 20. August. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe morgens und abends immer meine Forderungen gestellt. Und man hat mir gesagt, warten Sie auf die Antwort. Zunächst mal kam überhaupt nichts und dann hat man mir gesagt, ja, warten Sie auf die Antwort, aber es kam nichts. Ich gebe Ignatenko diesen Film, er soll dir zeigen, wenn dieser Film nicht früher irgendwo gezeigt wird. So ist die Situation. Jetzt ist das Wichtigste, Entscheidungen. Alle Entscheidungen, die der Vizepräsident getroffen hat, zunichte zu erklären und zunichte zu machen. Und ich habe auch von ihren Posten diese Menschen enthoben. Man hat mir auch gesagt, dass Gerichtsschritte eingeleitet worden sind und es sollen von den Rechtsanwälten der UdSSR und der RSFSR die Untersuchungen durchgeführt werden. Wir haben auch Entscheidungen getroffen und morgen, wenn wir uns mit den Vertretern der Republiken treffen, da werden wir über die Kräftekonstellation sprechen müssen. Wir müssen koordiniert arbeiten, wir haben Programme, wir müssen die Probleme lösen, das ist das Wichtigste. Ja, das wäre die Einführung. Ich habe Sie gesehen. Sie haben eine gute Frage gestellt. Dankeschön. Vor allem möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, Sie hier zu sehen, gesund zu sehen. Ich möchte eine Frage stellen, nicht aus Neugier, sondern ich denke, diese Frage ist eine sehr wichtige für alle Bürger Ihres Landes. Jetzt ist alles vorbei.
Aber ich möchte wissen, was Sie dazu denken. Was und wer hat Sie gezwungen, im Oktober vorigen Jahres auf dem Kongress der Volksdeputierten diese Menschen zu wählen? Welche Gründe, welche Überlegungen, warum? Das ist für mich interessant, auch für alle anderen. Wahrscheinlich war die Situation schwierig, schon damals. Ich möchte nicht Sie irgendwie im Voraus Ihre Antwort irgendwie vorwegzunehmen. Aber was ist im Oktober geschehen? Wenn Sie das erklären, das wäre sehr wichtig für alle. Dankeschön. Ich denke, es gibt Etappen im Entwicklung der Perestroika. Es gibt Zeitabschnitte in der Entwicklung der Perestroika. Wir dürfen nicht vergessen, in welchem Lande wir Reformen durchführen und in welcher Größenordnung, in welcher Tiefe, in welcher Weite. Wenn wir dies vergessen, dann sind wir eigentlich nicht. Und diese Eigenart unseres Landes und was hier geschehen war im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte, dies hat diktiert nicht nur das Tempo diktiert, nicht nur die Tiefe der Veränderungen diktiert, sondern auch die Art, wie man zu Lösungen kommt. Ich sage direkt, der erste Zeitabschnitt, solange wir keine demokratische Umgebung im Lande geschaffen haben, in der ersten Etappe hätte dieser Putsch wirklich erfolgreich sein können. Und meine Aufgabe in diesen Jahren, ich werde sowieso nie alles verraten, was der Präsident weiß, das ist mein Prerogativ. Aber meine Aufgabe war immer, diesen Kurs zu erhalten und ihn zu überleben zu bringen. Die letzten Abschnitte der Perestroika standen ganz andere Fragen an. Es waren ganz tiefe demokratische Veränderungen im Gange, die Atmosphäre war ganz anders, die Wahlen fanden statt. Und natürlich Glasnost, natürlich die Presse. Даже при всей той направленности и неуравновешенности, что есть и что было и в последние дни. Это тоже, надо сказать, я вчера, между прочим, нет никого из россиян, из тех, с кем я по телефону беседовал. Ist eigentlich jemand hier, mit dem ich am Telefon die Verbindung aufgenommen hatte, als ich... Одна была из бесед, когда я получил связь с правительством. Со мной связались из... Das war einer der Gespräche damals. Ich habe mit einer Gruppe von Journalisten gesprochen. Ist jemand von Ihnen dabei? Ich habe damals gesagt, wissen Sie, das war eine Lektion für alle. Jeder kann was daraus lernen. Было мощное демократическое движение, мощное общественное мнение, которое уже закалилось, уже появились новые ценности. Те, которые сформировали перестройку. Сформировалось мужество людей. Die Menschen sind tapfer geworden. Sie haben ihre eigene Positionen, Meinungen. Это одна сторона. Das ist die eine Seite. А с другой стороны, мы подошли к решающему этапу перемен. Wirklich
zu der entscheidenden Etappe der Veränderungen gekommen sind. Die Föderation ändert sich, die Machtverhältnisse ändern sich. Und auch, er sollte ja der Unionsvertrag unterschrieben werden, das war ja unmittelbar davor. Die einen wollten die Union noch erhalten und die anderen haben gesagt, das ist wirklich die Union zerfällt. Sie haben ja alles das in der Presse gelesen. Das war alles eine Hilfestellung für diejenigen, die diesen Prozess zerstören wollten. Deswegen, sowohl für die Politiker als auch für Journalisten, das sind auch alles Politiker, alle müssen wirklich eigene Lektionen, eigene Lehren daraus ziehen. Аргументацией, убедительностью, страсть и критика и так далее. Так вот, когда уже процесс подошел, договор вот на подписание, der Prozess der Perestroika eben zu der Unterzeichnung des Unionsvertrags kam. Und wir wollten auch die Fragen des Eigentums reformieren. Das heißt, das System verändern. Das waren noch einige Monate. Noch einige Monate und dann wird das neue Formen haben. Und deswegen haben sich alle beeilt. Die Gegner und die Befürworter. Dieses ganze Spektrum der Stimmungen, der Positionen, habe ich immer ganz genau für mich analysiert. Die Presse hat wirklich sehr viel geholfen. Ich konnte immer auseinanderhalten, das, was unannehmbar war, was wirklich keine Kultur darstellte. Das sind Trittbrettfahrer in der Politik oder in der Journalistik. Ich habe das immer getrennt von dem, was in der Gesellschaft tatsächlich vollzieht. Die verschiedenen Varianten, die wurden immer in der ganzen Öffentlichkeit dargelegt. Im Dezember hat man gesagt, weg mit dem Präsidenten, schaffen wir ein Rettungskomitee. Es war ja keine Neuigkeit. Сохранить этот курс перестройки. И meine Aufgabe впервые war в истории этой immer, страны стремиться все решать бескровным путем. На основе согласия. Убежден в этом, до конца буду стоять на этом, до тех пор, пока буду поддерживать меня в моей работе. Solange man mich unterstützen wird bei dieser Arbeit. Товарищ Киселев, russisches Fernsehen. Кнопку. Пожалуйста, говорите, товарищ. Пожалуйста. Михаил Сергеевич, извините за невольную заминку. Скажите, как вы относитесь конкретно к тем указам des Präsidenten Russlands Jelzin und alles, was beschlossen worden ist in diesen drei Krisentagen. Ich muss sagen, heute kam ich gegen 6 nach Hause und ich wollte mich hinlegen, aber um sieben hat man mich schon angeklopft und man hat mir die ganzen Verordnungen, ganzen Beschlüsse gezeigt, die Vertreter Russlands beschlossen haben. Ich denke, in dieser Situation handelten die Menschen Russlands. Unter dem Druck dieser Situation, die Situation hat die Maßnahmen diktiert. Es musste eine Gewalt, eine Macht da sein, Machtfaktor, der diesen Ereignissen widersteht und den Kräften der Reaktion widersteht. Юрий Корякин. Пожалуйста.
Früher hätte ich Angst vor dieser Fragen. Und jetzt habe ich eigentlich vor nichts mehr Angst. Meine Frage ist ganz einfach. Ich habe Beweise in Bezug auf meine Freunde, Адамович oder ich, dass diese 8 Menschen, als sie gewählt worden sind und davor offensichtliche schlechte Menschen sind, das sieht man ja. Ich habe auch Beweise. Und jetzt die Frage, wieso haben Sie auf diesen Menschen bestanden? Ich habe gerade im sowjetischen Fernsehen gesagt, dass das auch eine Lektion für mich war. Es wurde ja gesagt, der Vizepräsident ist nicht gleich im ersten Wahlgang gewählt worden war und ich habe darauf bestanden. Das war mein Fehler. Ich sage das offen. In diesem Sinne für mich auch nicht Berichten. Ich habe wirklich sehr geglaubt, besonders geglaubt, Jasow und Krutschkow. Newsweek. Newsweek magazine. Mikhail Sergeyevich, what lessons have you learned from this incredible experience? Was für eine Lektion haben Sie von dieser Erfahrung für sich gewonnen? Wie haben Sie sich geändert als Mensch? Better who your friends are and who they are not. Sie wissen jetzt besser, wer die Freunde sind und wer nicht die Freunde sind. Was wird sich ändern in Ihrem Verhalten, in Ihren Handlungen? Решительно продвигать вперед все реформы. Mit для den Reformen нужна перегруппировка сил. Dies zu erreichen, этим muss заняться eine надо немедленно. Без этого не будет согласованных действий vorgenommen и не das мы обеспечим продвижение реформ. Этим должны werden, заняться. Sonst kommen wir mit den Reformen nicht weiter. Das ist das absolut Wichtigste. Прощение тоже за заминку, Михаил Сергеевич. У меня очень много вопросов. Ich habe sehr viele Fragen. И я думаю, что я все-таки как-нибудь помогу. Und ich получу возможность задать. Ich denke, dass ich die Möglichkeit habe, auch Sie Ihnen zu stellen. Михаил Сергеевич, eine der wichtigsten Fragen. Schauen Sie, diese 3 Tage haben gezeigt, die Gesellschaft, das Volk und die Partei. Die Partei hat das Recht, ihren Führer nicht anzuerkennen, aber sie hat kein Recht, in eine kritische Phase auf die Seite zu treten und zu schweigen. Das ist keine Partei, meinen Sie nicht, dass es Zeit ist, auf unsere kommunistische Partei große Aufmerksamkeit dieser Partei zu widmen, weil Sie zu diesem Tage keine Stimmung bezogen haben. Dankeschön. Ich denke, dass Sie eine sehr wichtige Frage stellen, des reellen Verhältnisses, Stellung dieser Kraft, dieser politischen Kraft, die wir verstehen müssen, sehen müssen. Und wenn wir alle diese Veränderungen möchten und diesen Kurs fortsetzen möchten, da ist es wichtig, diese Realität, diese Wirklichkeit der KP zu beachten. Ich denke, ich werde mein Amt erfüllen. Ich werde alle reaktionären Kräfte aus der KP vertreiben. Und ich denke, dass auf der Grundlage dieses neuen Programms können wir vereinen alle Bestdenkenden. Wenn Sie sagen, von der Partei als Ganzes, so bin ich mit Ihnen nicht einverstanden, weil ich kenne Tausende
Hunderte von Menschen, ja, sie sitzen ja auch hier. Es gibt Menschen, die sind wirkliche Demokraten, die sind verpflichtet der Perestroika und dem Kampf und sie weichen nicht zurück. Also, das muss uns das neue Programm der KPDSU sagen. Ich werde niemals damit einverstanden sein, dass ein Programm, was ausgearbeitet wurde, transformiert wird, dass diejenigen zufrieden werden, die eine Nostalgie zu vergangenen Zeiten empfinden. Von daher müssen wir alles machen, um die Partei zu reformieren und damit sie eine lebendige Kraft zur Perestroika wird. Was die Position der Kommunisten angeht, auch im Verhältnis zu diesem, so mit Ausnahme einiger Komitees, haben sie in vielen Fällen was stattfand in der Führung des ZK, der KPDSU, was notwendig war nach der Operation von Jaschka mit dem Schild auf seiner Brust, wo er dazu gezwungen worden ist, nein, nicht die Partei, nein, die Führung meine ich, also letztendlich meine ich, dass eine richtige Maßnahme getroffen worden ist, als deren Folge, nein, ich habe noch nicht alles bis zu Ende durchdacht, aber Iwaschka hat mir gesagt, dass zwei Mitglieder ihren Rücktritt beantragt haben, weil sie nicht damit einverstanden sind, dass das ZK da zugeschwiegen hat. Das sagten mir auch Prokofjew. Also dazu kommt, dass dort Leute waren, die dafür gekämpft haben. Das war die Position von Iwaschka Sassochow und besonders von Kupzow und anderen, die forderten, und letztendlich kam diese Forderung durch und sie kamen bis zum Generalsekretär auf die Krim. Amerikanische Agentur UP. Glauben Sie, dass in diesem Zeitpunkt bei Boris Nikolaevich Jelzin gibt es mehr reelle Macht als bei Ihnen? Nein, ich stelle so diese Frage nicht. Wir machen mit Boris Nikolaevich alles so, und auch in diesen letzten Tagen dafür, um ein Einverständnis zu erreichen, damit es ein ständiger Faktor wird, dass die demokratischen Kräfte vereint werden. Zusammen mit allen Republiken, lasst uns darüber denken. Das ist das Wichtigste. Viele wollten von Anfang und wieder das zu sprengen. Mit allen möglichen Mitteln. So viel Lüge wurde in die Welt gesetzt in Beziehung zu diesen Personen, dass es schwer ist, aber ich denke, wir kennen jetzt die Situation, was das ist. Wer... Михаил Сергеевич, журнал «Heimat» Родина Man sagte, dass die Satelliten nicht beobachtet haben, die Truppenbewegungen. Wie verhalten Sie sich dazu? Welche Satelliten? Nein, das heißt, die Spionage-Satelliten haben das nicht bemerkt. Wie verhalten Sie sich zu diesen Satelliten? Ich kann sagen, dass die Satelliten, dass die amerikanischen Satelliten besser sind als unsere. Sie können sogar ein Kennzeichen erkennen auf einem Auto, aber ich weiß nicht, was Sie da gesehen haben. Alles, was... Ja, aber das ist eine ganz andere Sache. Ja, man muss andere Satelliten haben. Viktor Lubovtsev, bitte. Michail Sergeevich. Was hat vorangetrieben, diese Gruppe der Verschwörer, persönliche Ambitionen, ein Machthunger, oder waren es
vielleicht irgendwelche tiefe politischen Überzeugungen, Motiven, die gegen die Perestroika-Gericht waren. Erlauben Sie mir noch eine andere Frage zu stellen. Wir haben mit Ihnen zusammen in diesen drei letzten Tagen Раиса Максимовна verbracht. Am besten hat das überstanden. Анастасия, die Enkelin, sie hat nichts verstanden und lief umher und wollte, dass wir sie zum Strand bringen. Aber in den letzten Tagen hat die Wache verlangt, dass es nicht stattfindet, weil da einiges ja passieren könnte. Von daher haben wir uns verbargatiert. Es war schwer, das alles zu überstehen für Раиса Максимовна, meine Frau und meine Tochter. Gestern hatte sie einen Schwächeanfall, aber es scheint, dass es nur eine Episode ist. Aber gestern dachten wir, ja, es war schwer. Ja, ich denke, das ist alles klar. Da braucht man nichts zu sagen, dass man in so einer Situation sich so fühlt. Und was die Motive dieser Leute betrifft, wissen Sie, ich denke nicht, dass es irgendwelche Leute sind mit Störungen in der Psyche, im Verhalten. Also ich denke, das war eine wohl überlegte Haltung, es war eine bestimmte Position. Es wird wohl dieser Teil der Gesellschaft sein, die entweder überhaupt nicht Veränderungen wollen oder Angst davor haben. Das sind die Führer dieses Teils der Gesellschaft. Das sind alles Realitäten unserer Übergangszeit, wenn wir von der einen Situation in die andere übergehen. Ja, wir haben ja ein System, eine Systemkrise. Und von daher stoßen wir auf solche Erscheinungen. Und darunter auch mit so etwas. Ich sagte Ihnen ja gerade, dass in dem Szenario über die möglichen Ereignisse, ja, vor wenigen Tagen hatte ich dieses Papier auf meinem Tisch, habe ich zum ersten Mal erkannt, dass meine Ideen richtig sind. Товарищ Ползиков, Sie haben gut gearbeitet in diesen Tagen. Ja, guten Tag, Михаил Сергеевич. Uns interessiert die Gedanken über das Schicksal der Demokratie beschäftigen uns sehr. Und diesbezüglich über das Monopol. Meinen Sie, dass die Frage schon gelöst ist über die Struktur der Wache des Präsidenten? Wird sie vielleicht unabhängig sein vom KGB oder vielleicht nach dem amerikanischen Modell und vom Fernsehen, vom Staatsfernsehen, vom Republikfernsehen, weil alle Fernsehanstalten können ja nicht frei sein, wenn sie in irgendeiner Weise engagiert sind. Können Sie sagen, welche Gedanken Sie dazu haben? Und das Zweite, treffen Sie sich mit Яковлев. Wie wird die Kommunikation stattfinden? Was die Wache betrifft, so stand diese Frage schon lange an. Ich hielt sie schon für nicht sehr wichtig, in diesen Zeiten sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ich verhalte mich da sehr ruhig. Es ist vielleicht überflüssig. Heute ist diese Frage wieder aufgetaucht, weil es kam so, dass der Chef der Wache vom KGB, er war jetzt der Begleiter von diesen Verschwörern. Von daher muss man alles genau überlegen und durchdenken, wenn wir jetzt schon diese Erfahrung gemacht haben. Aber ich denke, auch jetzt ist das nicht das Wichtigste. Die zweite Frage bezüglich
der Rolle der Massenmedien und des Fernsehens. Überhaupt sehe ich keinen anderen Weg als als die Errungenschaften der Demokratie auch auf diesem Gebiet zu verteidigen. Ich denke, so etwas hätte nicht stattgefunden, wenn sie haben aktiv Anteil gehabt, unsere Presse, eine demokratische Presse. Aber ich möchte sagen, dass auch Sie darüber nachdenken sollen, über diese Lektion. Man darf nicht einfach, wir brauchen eine Kultur, eine politische Kultur. Wenn ein politischer Dialog im speziellen Rahmen dieses Kurses möglich ist, so viel Sauerstoff befindet sich in den Möglichkeiten unserer Presse, so manchmal hat man den Eindruck, dass sie von so viel Sauerstoff einen Schwächeanfall bekommt. Also ich kann nicht vertragen eine Taktlosigkeit. Ich bin ein Mensch, der das ganze Leben lang gewohnt ist, offen zu reden und nicht hinten herum irgendetwas zu veranstalten. Ich denke, das habe ich schon einmal auf einer Sitzung gesagt, aber ich liebe nicht einen rüden Umgang mit Menschen, vor allen Dingen, wenn dieser Mensch eine andere Meinung vertritt. Die Kultur und eine Verantwortung, die können niemals schaden. Nicht einem politischen, nicht einer politischen Entwicklung, nicht einem politischen Kampf und auch nicht der Presse. Denken Sie darüber nach und treffen Sie selbst eine Entscheidung. Sie werden sehen, dass ich bin überzeugt, dass die Argumentation einen größeren Einfluss hat. Also hier sitzt ja ein Dramaturg, der einer der ersten Stellung bezogen hat, und er war einer der ersten, der für diese Position eingetreten ist. Das ist die Logik, in dem der politische Verstand mit dem literarischen Kunstverständnis zusammenkommt. Aber das muss ja auch sein. Also die Verschwörer, die zu mir kamen, denen sagte ich, ja gut, Sie haben eine bestimmte Position. Aber Sie haben beschlossen, dass man so verfahren muss, mit außerordentlichen Maßnahmen. Ich bin anderer Meinung. Ja, okay, lasst uns anfangen. Lasst uns auf einer Sitzung des Kongresses darüber diskutieren. Ja, so muss man verfahren, aber erniedrigen. Aber sehen Sie, was geschrieben wird. Also bei vielen Zeitungen weiß ich im Voraus, wie erniedrigend sie schreiben und meine Positionen analysieren. Nein, das ist keine Analyse, das ist ein Spott. Ich habe aufgehört, so etwas zu lesen. Eine ernste Beschäftigung, ja sogar die schwerste Kritik, ja, wenn man argumentiert wird, ja, selbst diese Argumente nicht teile, aber man sieht, dass der Mensch es verstehen möchte und sein Verständnis zum Ausdruck bringen möchte. So etwas ehre ich. Ehre. Ja, liebe Zuschauer, so viel aus Moskau, direkt von der Pressekonferenz von Michail Gorbatschow. Er hat jetzt weit über eine Stunde gesprochen, außerordentlich eindrucksvoll. Viele von Ihnen, da bin ich sicher, könnten ihm noch lange zuhören. Andere von Ihnen warten auf das andere Abendprogramm. Wir werden Sie weiter informieren in den Nachrichtensendungen, in einer verlängerten Heute-Sendung und in einem verlängerten Heute-Journal. Aber das übrige Abendprogramm, die sich auf den großen Preis freuen etwa, das wird Ihnen genauso und pünktlich
geboten werden. Noch eine kurze Mitteilung aus Bonn. Von seinem Urlaubsort hat übrigens der Bundeskanzler eine halbe Stunde mit dem sowjetischen Präsidenten telefoniert. Auch ihm hat Gorbatschow ganz ausführlich, und Sie haben es ja eben miterlebt, wie eindringlich und eindrucksvoll er es dargestellt hat, ausführlich seine Lage in den letzten 72 Stunden geschildert. Er hat sich für die große politische Unterstützung des Kanzlers bedankt und bekräftigt, dass die Reformen in Staat und Gesellschaft der Sowjetunion weiter vorangetrieben werden. Und er hat, das war zu erwarten, auch gesagt, dass er weitere Hilfe des Westens dazu braucht. Kohl und Gorbatschow haben verabredet, bald wieder miteinander zu telefonieren. Ich danke Ihnen, Herr Professor Simon, dass Sie viermal hintereinander als Experte bei uns waren. Und ich möchte auch für diese Kraftleistung eben unseren beiden Dolmetschern Ottilia Betzler und Heinrich Steinhauer herzlich danken. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Guten Abend. Hat irgendwelche Zugeständnisse zu machen? Ich werde bis zum Schluss kämpfen für die Erneuerung dieser Partei. Ich bedauere es ganz besonders, dass unter denen, die rausgegangen sind, viele sind, mit denen ich viel, wie wir so sagen, Salz zusammen gegessen habe, lange gelebt und gearbeitet habe. Ich sehe hier im Saal keinen Korrespondenten von BBC. Ich sehe sie nicht. BBC, все ясно. Mit BBC ist alles klar. Oder BBC ist alles klar. Пожалуйста. Bitte. Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич. Yes. You have known Anatoly Lukyanov. Sie haben Anatoly Lukyanov seit langer Zeit. Sie waren sozusagen im selben Boot. Und heute wurde er vom russischen Parlament als einen der Männer hinter dem Putsch bezeichnet. Wie beurteilen Sie ihn heute? Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat mir erzählt über die Schritte und Handlungen, die er unternommen hat in dieser Situation. Ich habe das zur Kenntnis genommen, seine Erklärung, aber ich glaube, wir müssen alle ganz offen und ehrlich sagen, wer was getan hat in dieser Situation und alle Pünktchen über i stellen. So weiter geht es nicht, dass wir zulassen, dass bei uns in unserer Führung wieder so eine Situation entstanden könnte wie jetzt. Sie könnte die Gesellschaft in eine Katastrophe werfen. Deshalb jetzt, wenn ich spreche über die Umgruppierung der Kräfte, dann müssen wir, ich denke, an solche Kräfte, die für die Umgestaltung richtig kämpfen werden. Ich glaube, bei der Sitzung des Obersten Sowjets und des Kongresses des Volksdeputierten, alles wird besprochen. Und wenn es über meine Position gesprochen wird, warum sollen wir nicht über die Position Lukyanov sprechen und sie betrachten und sie analysieren und würdigen und bewerten, was da wertvoll war. Und wenn da was unannehmbar war, das muss auch besprochen werden. Wir müssen auch uns die Meinung von Genossen Lukyanov anhören. In jedem Falle, was ich von ihm gehört habe, in diesen ein paar Stunden, ich war damit hauptsächlich beschäftigt, immer die Situation wieder in die Hände zu kriegen. Wir sollen uns treffen bei der Sitzung des Präsidiums des Obersten Sowjets. Ich komme jetzt gleich zurück nach Kreml, dann treffen wir uns vielleicht wieder. Das Fernsehen Mexikos. Пожалуйста,
Señor presidente, volviendo otra vez al Partido Comunista, ¿podría suceder algo diferente? ¿Podría ser que esas fuerzas conservadoras que no quieren cambiar el partido quedaran en ese partido y la renovación, la línea ideológica que usted quiere hacer cambiar y todas esas personas que quieren cambiar con usted, que son más, formar un nuevo partido? ¿Podría suceder en cualquier momento que el presidente Mikhail Gorbachev se saliera del Partido Comunista? Ich glaube, ich habe gerade darüber gesprochen. Ich gehöre zu den Menschen, die ihre Positionen nie verheimlichen. Ich bin ein Anhänger der sozialistischen Idee. Das ist nicht etwas, ich denke, dass so, das ist nichts Unnormales. Diese Idee schon viele Jahrhunderte macht sich den Weg, hat viele Anhänger. Ihre Anhänger führen Regierungen in vielen Ländern. Es gibt verschiedene Zweige der sozialistischen Bewegung. Das ist kein Modell. Das ist nicht was, was alles nach gleichem Muster gestrickt wird. Das ist eine Idee, das ist gerade eine Idee, die einschließt Werte, die im Laufe der Suche nach einer Gesellschaft, die gerechtiger sein wird, entstanden sind. Diese Idee ernährt sich aus vielen Errungenschaften des christlichen Glaubens. Ich überlege wie ein Demokrat. Und es kann keine sozialistische Idee ohne Demokratie sein, ohne eine sichere Lösung der sozialen Fragen. Wenn wir darüber reden, überlegen uns diese Idee, dann wenden wir uns sofort zu dem, wir wenden uns zu dem Modell, was hier war. Das hat doch mit Sozialismus nichts zu tun. Die Losungen, die Fahnen, ja. Und dann wird oft die Frage gestellt, die Oktoberrevolution, ist das eine Katastrophe gewesen oder doch eine echte Revolution? Und ich verstehe, warum die Frage gestellt wird, weil die historischen Ergebnisse haben sich nicht bestätigt. Was die Leute damit verbunden haben in ihren Gedanken, das hat sich nicht bestätigt, nicht bezahlt gemacht. Aber das ist nicht das Ergebnis der Realisierung der Idee der Oktoberrevolution und der Revolution, der Echtrevolution des Volkes. Nein, das sind Ergebnisse, die entstanden sind durch das gewalttätige Einführung des stalinistischen Modells. Man darf das nicht verwechseln. Deshalb ich bewusst diese Position einnehme und diese Ideen der Sozialisierung, die sind auch in anderen Bewegungen da. Es wird oft gesagt, Gorbatschow immer schwört auf die sozialistische Wahl, sozialistische Option. Option, nein, ich habe Prinzipien. Nein, ich habe auch den Mut gehabt, in diesen Jahren zu sagen, so viel sagen, dass wir, ich habe gesagt, wenn wir vom Stalinismus nicht Abschied nehmen, dann werden wir sozialistische Idee nicht umsetzen müssen können. Und ich sage auch ganz offen und direkt, wenn wir nicht diese Vergötterung aufgeben vor den Klassiken des Sozialismus, des Marxismus-Leninismus, wenn wir die Wirklichkeit nicht richtig analysieren, das müssen wir, das ist unsere Wissenschaft, unsere Lehre, aber wir müssen auch unsere Erfahrungen verarbeiten, auch die Erfahrungen der Völker, die um uns herum leben. Wir müssen schöpferisch an die Sachen herangehen.
Aber Lenin hat doch gesagt, Sozialismus sei das schöpferische Tätigkeit der Massen. Die Massen müssen schöpfen. Wir müssen die Prozesse der Demokratisierung weiter entfalten auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Kultur, bei dem Umbau unserer Föderation. Und das, glaube ich, dass alles, diese Bewegung zu mehr Gerechtigkeit, zu mehr Freiheit, zu Rechten für die Menschen und Völker, und das ist die Richtung, die uns näher bringt zur Realisierung der sozialistischen Idee. So verstehe ich das, so ohne theoretisieren in einer normalen menschlichen Frage, Sprache. Doch, BBC hat auch eine Frage. Während der Zeit, als Sie in Ihrem Haus auf der Krim waren, Sie unter enormem psychischen Druck. Könnten Sie uns erklären, unter was für einen Druck Sie sich befanden, hatten Sie Angst um Ihr Leben? Mehrere Mitglieder des Komitees wurden verhaftet. Wie besorgt sind Sie heute über die Zahl der reaktionären Kräfte, die noch frei herumlaufen? Erstens, ich glaube, fangen wir an von der letzten Frage. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Jagd auf die Reaktionäre machen müssen. Nein, wir müssen im Rahmen unserer Demokratie und der Glasnost unsere Bewegung in Richtung eines Rechtsstaates alles lösen müssen. Und wenn, als mir gesagt wurde, nach der Kundgebung, die Kolonnen der Teilnehmer haben sich in Richtung ZK-Gebäude und KGB bewegt haben, nicht nur um da zu demonstrieren, etwas zu sagen, sondern eventuell mehr zu machen, habe ich sofort mit dem Oberbürgermeister von Moskau, Popov, gesprochen, habe gesagt, du, es wird ein Skandal sein, wenn die Kräfte, habe ich gesagt. Juri Fjodorowitsch. Da hat jemand versucht, Zwischenfrage zu stellen. Ich verstehe leider nicht, er spricht ohne Mikrofon. Ich verstehe jetzt, ich werde mich jetzt mit Ihnen nicht streiten. Ja, ich weiß, mit Ihnen war Ihr alter Freund und mein Bruder eigentlich, Anatoly Sergejewitsch Tscherniajew, mein Assistent, mein Berater. Also, Genosse Karjakin, Sie haben mich unterbrochen und ich habe den... Jetzt musste ich Ihren Namen laut sagen, damit alle wissen, wer hier mich unterbricht. Nein, das war für uns eine Sorge, große Sorge für uns alle, auch Boris Nikolaevich und Herrn Oberbürgermeister Popov. Das wäre ein großes Geschenk, wenn jemand da die Kontrolle über sich verloren hätte. Das brauchten nicht unbedingt die Kräfte zu sein, die bei der Kundgebung waren. Wir mussten das vermeiden. Nachdem die Reaktion hier zerschlagen wurde, sollte sowas nicht zugelassen werden, nicht passieren. Es muss alles nach Gesetz gemacht werden. Ich glaube, im Prinzip haben wir keine Abweichungen voneinander. Sie stehen doch auf. Oder sind Sie auch schon Neobolschewist? Nein, einen Moment. Der erste Teil der Frage. Unter welchem Druck ich mich befand, womit ich gerechnet habe. Die Situation war kritisch, abenteuerlich. Und als die Putschisten haben angefangen zu verstehen, dass sie verloren haben, sie könnten das Schlimmste unternehmen. Ich war zu allem bereit. Deshalb habe ich als meine Pflicht betrachtet, meiner Familie zu sagen, ich glaube,
Deshalb musste man sehr sorgfältig sein und Nerven wirklich kontrollieren, sich nicht. Aber vor uns uns erwartet nicht nur viel Arbeit, sondern sehr viel schwere Arbeit. Wir müssen zuerst die Arbeit erledigen, die das Leben unserer Leute besser macht. Das ist das Wichtigste von allem. Aber ohne effektive Macht, es wird nicht passieren. Жмите крепче. Крепче, очень крепче. Да, спасибо вам. Михаил Сергеевич, Шеварнадзе ваш старый друг. Шеварнадзе ist Ihr alter Freund und Mitinitiator der Perestroika. In diesen Tagen hat mindestens zweimal gesagt, dass es möglich ist, dass Sie auch etwas schuldig mitschuldig an diesem Umsturz sind. Erhofft, hat er gesagt, dass Sie etwas Verantwortung dafür tragen. Wie schätzen Sie diese schwere Worte, diese politische Position von Shevardnadze? Ich weiß, dass Worte nicht so genau sind, aber Präsident Gorbatschow hat sicher genau gelesen, was Shevardnadze gesagt hat. Nein, ich habe noch nie gelesen. Ich bin heute angekommen, heute früh. Die Frage auf Englisch. Herr Shevardnadze hat einmal gesagt, dass er hofft, dass er hofft, dass Sie ein Opfer sind und vielleicht nicht auch gleich ein Mitverantwortlicher des Putsches. Das ist, wie man die Karten legt, das ist Frage seines Gewissens. Nein, das war nicht so, das war auch in Englisch. Dann bitte führen wir zu Ende das Gespräch mit der Zeitschrift Stern und dann weiter. Sie sprachen darüber, Michael Sergejewitsch, dass Sie besonderes Vertrauen hatten zu den Herren Jasow und Kritschkow. Könnten Sie uns erklären, warum gerade zu den beiden hatten Sie so viel Vertrauen? Wissen Sie, ich habe mit Jasow zu tun gehabt, habe ihn beobachtet. Das ist ein sehr ausgewogener Mensch und seine Positionen sind sehr ausgewogen und sehr viele Hitzköpfe solche Hitzköpfe sind gescheitert an seiner ausgewogenen Stellung. Es ging darum, als die Armee zu stark kritisiert wurde oder in verschiedene Ereignisse eingezogen wurde. Für mich auch heute, es wird sich zeigen später, ich weiß noch nichts, ich habe mit ihm noch nie gesprochen. Ich habe nicht mal geglaubt, dass Jasow gehört zu diesem Komitee. Ich dachte, sie haben ihn einfach in die Liste eingetragen, damit so ein Schein entsteht. Aber vielleicht spricht es darüber, dass ich das Ganze sehr ernsthaft überdenke. Ich glaube nicht, dass heute, dass ich nicht Mitverantwortung dabei habe, weil das meine Wahl war. Ich habe sie empfohlen. Was Kritschkow betrifft, das ist ein Mann, der zu dem Staatssicherheitsdienst kam nach eigentlich hauptsächlich politischer Funktion.
In diesem Sinne hat mir sogar imponiert, dass er weniger Berufssicherheitsmann ist als die anderen. Es ist bekannt, es gibt Fälle, wo Profis besser sind, es gibt andere, wo die Berufsfachleute ganz schlimme Leute sind. Es gibt solche Fälle. Und das schien mir, dass sein politisches Horizont, dass er mit der Außenaufklärung verbunden war, dass dies gewisse bei mir Voraussetzungen in meinen Augen gab, dass er ein Mensch ist, der gewisse Kultur, ein Potenzial an Kultur, an Kenntnissen, an Möglichkeit, Dialog zu führen, disponiert. Ich habe keine Informationen darüber, dass er an irgendwelchen krummen Sachen beteiligt war. Also nichts, was mein Vertrauen zu ihm irgendwie untergraben hätte. Sie können sagen, das befreit mich nicht von der Verantwortung. Vor Ihnen sitzt ein Mensch, der dieses Drama jetzt erlebt. Ich kann nichts mehr sagen, nur das, was ich gesagt habe. Für mich ist es eine ganz schwere Prüfung. Eine ganz schwere Prüfung. Sehr geehrte Freunde, es ist schon über... Ja, meine Damen und Herren, wir übertragen hier im Rahmen einer Tagesthemen-Extrasendung die Pressekonferenz live aus Moskau mit Michail Gorbatschow. Und während er drin im Außenministerium seine Pressekonferenz gibt, sehen wir hier gerade über Bildern von CNN live, dass in Moskau es ein riesiges Feuerwerk gibt auf den Straßen. Das geht schon einige Minuten so, das wird wohl auch noch einige Minuten so weitergehen, ein riesiges Feuerwerk. Wir übertragen, wie gesagt, gleich weiter die Pressekonferenz mit Michail Gorbatschow. Wir bleiben live dabei bis zum Schluss. Hier sehen Sie, es könnte sich schon anbahnen, dass es gleich zu Ende geht. Wir bleiben hier jedenfalls bis zum Ende am Ball und informieren Sie dann natürlich gleich in der Tagesschau um 20 Uhr noch einmal über die gesamte Pressekonferenz. Es gibt, ich habe gehört, das Gerücht, Sie wollen Herrn Präsidenten Jelzin den Titel des Helden der Sowjetunion erteilen. Ich bin da der Meinung, ist die Antwort von Herrn Gorbatschow, von Präsident de Gaulle, der sagte, Frankreich kann sich selbst nicht auszeichnen. Es ist unsere Pflicht, wenn wir das Vertrauen der Menschen haben. Wir sind nicht dafür da, um dies zu kriegen. Und Herr Gorbatschow zeigte auf seine Brust. Ich glaube, dass die Armee hat sich... Die Armee, ich betone das, hat sich gezeigt von der besten Seite, wie man sich vorstellen kann. Bis auf einzelne Exzesse, es hat nirgendwo gelungen, die Armee gegen Volk zu bringen. Ich habe gesehen, die Panzer, die Menschen, die mit den Soldaten sprachen, das ist Teil unserer Gesellschaft. Die sind auf ja, soweit das Ende. Er wird immer noch beim Gehen aufgehalten, Michail Gorbatschow. Er wollte diese Pressekonferenz eben schon vor wenigen Minuten beendet. Ja, sie ging weit über eine Stunde. Sichtlich bewegt, berichtete Präsident Gorbatschow über das, was er in den vergangenen drei Tagen erlebt hat. Sehr emotional, mit sehr langen Pausen, gerade am Beginn, schilderte er die ersten Stunden, die ersten Erlebnisse seiner Gefangenschaft. Die Putschisten, so sagte er, hätten alles getan, um ihn psychologisch unter Druck zu setzen. Aber er sprach in dieser Pressekonferenz nicht nur über die schrecklichen Erlebnisse der letzten drei Tage, er sprach auch über die Chancen für die Zukunft, die sich nach diesem Putsch nun ergeben. Er sprach über die Annäherung, die er als die russische Delegation zu ihm auf die Krim reiste und er ein Gespräch unter Parlamentariern mit ihnen gehabt hätte, wie man sich hier auch unter Demokraten angenähert hätte. Und er sprach von den Chancen, die nun alle durch den Widerstand, den die Menschen, auch den Widerstand und vor allem den Widerstand, den Boris Jelzin geleistet hätte, nun miteinander
für die gesamte Sowjetunion haben würden. Wir bringen Ihnen aber ausführliche Analysen noch im Laufe des Abends. Wir haben da zunächst einmal natürlich die Tagesschau, die auch die Pressekonferenz zusammenfasst, um 20 Uhr wie immer. Dann um 20.15 Uhr ein Brennpunkt, auch hier ausführliche Hintergrundinformationen dazu. Und nachher natürlich um 22.30 Uhr in den Tagesthemen. Soweit erstmal diese Tagesthemen. Ich habe eben erst im Fernsehen gesagt, dass dies eine Lehre für mich gewesen ist. Ich sehe insbesondere ein, dass der Kongress der Volksdeputierten recht hatte, als er den Vizepräsidenten Janajew im ersten Durchgang nicht wählte und als ich darauf bestand. Das ist mein Fehler und nicht der einzige. Das sehe ich jetzt selbst und sage es Ihnen offen, weil es jetzt keine Grenze der Offenheit gibt. Ich habe besonders auf Jasow und Chruschtschow vertraut. Zweieinhalb Stunden nach Mitternacht war Gorbatschow von der Krim kommend in Moskau gelandet. Auf dem Flughafen Nukovo war zur Begrüßung des Präsidenten, seiner Frau Raisa und seiner Enkeltochter eine kleine Delegation mit Außenminister Besmertner gekommen. Die Verantwortlichen für den Staatsstreich wollten das Volk auf einen Weg bringen, der in eine Katastrophe geführt hätte, sagte Gorbatschow. Dass dies nicht gelang, ist ein großer Sieg der Perestroika. Die Spitzen vom KGB, Verteidigungs- und Innenministerium, die maßgeblich an dem Staatsstreich beteiligt waren, wurden heute von Gorbatschow neu besetzt. Er ernannte den bisherigen Generalstabschef Michail Moiseev zum amtierenden Verteidigungsminister. Auf dessen Anweisung waren gestern die Truppen in ihre Kasernen zurückgekehrt. Auch die Posten des Innenministers und des Vorsitzenden des Staatssicherheitsdienstes KGB wurden von Gorbatschow lediglich vorläufig besetzt. Als eigentlichen Drahtzieher des gescheiterten Staatsstreichs bezeichneten heute der russische Präsident Jelzin und sein Regierungschef Silajew den sowjetischen Parlamentsvorsitzenden Lukjanow. Zu den Mitgliedern des Notstandskomitees, das den Putsch anführte, hatte er nicht gehört. Ein Bericht von Josef Dreckmann. Was für ein Tag für Moskau. Zehntausende zogen heute Nachmittag zum Roten Platz, um den Sieg des Volkes über die Putschisten zu feiern. Und immer dabei die alte weiß-blau-rote Fahne der Zarenzeit, die der neue Volksheld, Russlands Präsident Boris Jelzin, heute anstelle des roten Tuchs mit Hammer und Sichel zu Russlands Staatsfahne erklärt hatte. Und das ist er, der Held des Tages. Ernennen wir Boris Jelzin zum Helden der Sowjetunion, schlägt Moskaus Bürgermeister Popow vor, und die Menge stimmt begeistert zu mit Jelzin, Jelzin, Jelzin rufen. Und der so Gefeierte? Er gibt sich bescheiden und ist doch tief bewegt. Eine schier unübersehbare Menge begeisterter Menschen hatte sich am Morgen mit Jelzin vor dem Gebäude des russischen Parlaments getroffen, um die in den Putschtagen so heiß verteidigte Demokratie zu feiern. Und natürlich ist der Jubel überschäumend, als Boris Jelzin der Menge versichert, ab sofort werde der Platz, auf dem sie da stehen, den Namen Platz des russischen Volkes erhalten. Meisterhaft versteht es Jelzin, dem Volk das so lange entbehrte Gefühl zurückzugeben, etwas wert zu sein. Staatsmänner aus aller Welt, wie der amerikanische Präsident Bush, haben angerufen, um uns zu gratulieren und um uns dafür zu danken, dass unser Volk, das russische Volk, die Union, die Demokratie und die ganze Welt gerettet hat, sagt Jelzin. Und das ist es ja wohl, was die Menschen lange vermisst haben, für eine Leistung auch anerkannt zu werden. Hart zur Sache, das heißt zur Politik, war es zuvor im Parlament der Russischen Republik gegangen. Nach einer Schweigeminute und der russischen Hymne wurde das Feuer auf die Führer des Putsches und auf ihre Hintermänner eröffnet. Dabei wurde auch Gorbatschows engste Umgebung nicht geschont. Ein Staatsanwalt teilte mit, dass alle Putschführer verhaftet seien und dass einer von ihnen, Innenminister Pugo, Selbstmord begangen habe. Und weitere Ermittlungen, so der Staatsanwalt, seien bereits eingeleitet worden. Da müssen wohl noch viele Fragen beantwortet werden. Als weitere Konsequenz aus dem gescheiterten Staatsstreich verbot der russische Präsident Jelzin heute alle Aktivitäten der Kommunistischen Partei in der Armee. Außerdem verlangte er die Schaffung einer eigenen Nationalgarde für Russland.
Dieser Forderung hat sich inzwischen auch die Ukraine angeschlossen. Das Parlament in Kiew sprach sich heute ferner für die Einführung einer eigenen Währung in der Ukraine aus. Auch in den baltischen Republiken hat sich die Lage weiter entspannt. Die sowjetischen Truppen, die am Montag in die estnische Hauptstadt Tallinn einmarschiert waren, sind wieder abgezogen. Im litauischen Vilna räumte die Rote Armee zwei Gebäude des Fernsehens, die sie bereits im Januar besetzt hatte. Das Innenministerium in Litauen verbot heute die überregionalen Moskauer Zeitungen, die als einzige während des Staatsstreichs erscheinen durften. Einen Tag nach dem gescheiterten Putschversuch gegen Staatspräsident Gorbatschow ist weltweiter Ruf nach verstärkter Wirtschaftshilfe für die Sowjetunion laut geworden. So gab US-Präsident Bush seine bisher zurückhaltende Haltung auf und erklärte, die USA erwägten, Moskau künftig mit Direkthilfen unter die Arme zu greifen. Der britische Premierminister Major will nach Angaben aus Regierungskreisen in London die Regierungs- und Staatschefs der 7 führenden westlichen Industrienationen drängen, die Hilfen zur Unterstützung der Reformen in der Sowjetunion zu beschleunigen. In Paris betonte Staatspräsident Mitterrand, er habe sich schon vor dem Putsch für eine wirksamere und stärkere Unterstützung Moskaus auf dem Weg zur Demokratie ausgesprochen. Die Europäische Gemeinschaft hat nach Angaben des niederländischen Außenministers van den Broek ihre gegen die Sowjetunion nach dem Putsch verhängten Sanktionen rückgängig gemacht. Damit sind wirtschaftliche und technische Hilfen im Werte von 1,8 Milliarden Mark wieder frei. Zugleich wurde mitgeteilt, dass das für morgen geplante Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft abgesagt worden ist. Diese Entscheidung wurde in Bonn von Wirtschafts- und Außenpolitikern kritisiert. Über die Lage in der Sowjetunion hatten sich die auswärtigen Ausschüsse von Bundestag und Bundesrat heute gemeinsam informieren wollen. Der Sieg der russischen Demokraten ließ sie nun nach vorne statt zurückblicken. Über alle Parteigrenzen hinweg Einmütigkeit, dass die Sowjetunion Hilfe jetzt noch dringender brauche als zuvor. Und dass diese Hilfe nicht allein nur aus Deutschland kommen könne. Enttäuschung deshalb über die Absage des für morgen geplanten EG-Gipfels. Hat der Außenminister Ihnen gesagt, warum der Gipfel abgesagt worden ist? Ja, das ist ganz offensichtlich, weil einige Leute glauben, das hat er nicht gesagt, aber das ist meine Einschätzung, diese Probleme seien jetzt gelöst. Das Gegenteil ist der Fall. Und für diesen Herbst, für diesen Winter, die wirtschaftlichen Probleme der Sowjetunion sind ja nicht gelöst, sie drohen sich ja weiter zu verschärfen, muss man eine Nothilfe ins Auge fassen, die erheblich sein muss und die die Versorgung mit Nahrungsmitteln und mit den wesentlichen Gütern des Alterslebens gewährleistet. Es kann nicht angehen, dass die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 2 Jahren 60 Milliarden bereitstellt, um in Bereiche der Sowjetunion für entsprechende Entwicklungen Sorge zu tragen. Hier sind auch andere Länder gefordert. Kein Zweifel, dass ein Teil der EG-Partner selbst nach der veränderten Lage in Moskau dem Griff zum Geldbeutel entgehen möchte. Auch Genscher ist enttäuscht. Und ich habe auch keinen Zweifel daran gelassen, dass wir es vorgezogen hätten, wenn der Gipfel hätte stattfinden können. Die Notwendigkeit, dass die europäische Gemeinschaft wie die westliche Staatengemeinschaft ihre Schlüsse ziehen aus der Entwicklung in der Sowjetunion. Diese Notwendigkeit bleibt und Deutschland wird es sein, dass im Kreis der westlichen Nationen der Anwalt dieser Sorgen und Probleme unserer östlichen Nachbarn ist. In diesem Sinn will sich die Regierung auch im Auftrag aller Parlamentarier für ein baldiges Gipfeltreffen stark machen. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat am Nachmittag in einem halbstündigen Telefongespräch mit Bundeskanzler Kohl seine Entschlossenheit bekräftigt, die Reformen in seinem Land mit großem Nachdruck voranzubringen. Nach Angaben von Regierungssprecher Vogel hat Gorbatschow darauf verwiesen, dass dazu weiterhin die Hilfe des Westens vonnöten sei. Zugleich habe sich der Staatspräsident ausdrücklich für die große Unterstützung durch alle Deutschen in den vergangenen Jahren bedankt. Ungeachtet der fortdauernden Kämpfe hat das jugoslawische Staatspräsidium gemeinsam mit den Präsidenten der 6 Teilrepubliken ein Notprogramm verabschiedet, das vorläufig den Bestand der Bundesregierung in Belgrad sichern soll. Die Republiken verpflichten sich darin, die Einnahmen des Bundes durch die Weiterleitung von Steuern und Zöllen zu garantieren. Slowenien und Kroatien erklärten sich bereit, für 3 Monate auf weitere Schritte zur Umsetzung der Unabhängigkeitserklärung zu verzichten. Allerdings erklärte Kroatien bereits, es sei nicht gewillt, die Bundesarmee zu unterstützen, die auf Kroaten schieße. Der Streit um die geplante Pflegeversicherung geht unvermindert weiter. Bei der Anhörung im Bundessozialministerium in Bonn forderten die Arbeitgeber heute erneut, eine private Pflichtversicherung einzurichten.
Bei diesem Modell sei die Gewähr gegeben, dass die Lohnnebenkosten nicht weiter in die Höhe getrieben würden. Sozialminister Blüm sprach sich dagegen für eine Pflegeversicherung unter dem Dach der gesetzlichen Krankenkassen aus. Es sei ein Offenbarungseid der jetzigen Altersversorgung, dass 70% der Menschen in Pflegeheimen auf Sozialhilfe angewiesen seien. Oswald von Nell-Breuning, der Begründer der katholischen Soziallehre, ist gestern im Alter von 101 Jahr gestorben. Der Jesuitenpater lag in Frankfurt einem Herz-Kreislauf-Versagen, doch am Sonntag hatte er eine Messe gelesen. Hochgeehrt feiert Oswald von Nell-Breuning im letzten Jahr seinen 100. Geburtstag. Er war stolz darauf, Zeit seines Lebens immer das gesagt zu haben, was er dachte. Er wollte unbequem sein und war es auch. Aber genau das trug ihm die Anerkennung von Päpsten, industriellen Gewerkschaften und Parteien ein. Der Revolutionär im Ordensgewand gilt als einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft. Bis zum Schluss mischt er sich in die aktuelle Diskussion ein. Er fordert die 35-Stunden-Woche aber ohne vollen Lohnausgleich, weil das Klassenkampf von oben sei, der Arbeitsplatzbesitzer gegen die Arbeitslosen. Über 70 Jahre lebt er in der Jesuitenschule St. Georgen bei Frankfurt. In dieser kargen Abgeschiedenheit entstanden seine Schriften. Kirchengeschichte aber schrieb Oswald von Nell-Breuning mit der Sozialenzyklika Quadragesimo Anno, einem Grundpfeiler der katholischen Kirche. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 23. August, heute ergänzt.